Ehrlich. Ich glaube, sie versucht gerade ihre Gitarre zu stimmen, aber nach dem Lied hört sich das nicht an. Sie guckt doch schon so. Alter. Wir hören jetzt einfach mal nicht hin, aber alle guten Dinge brauchen ja ihre Zeit. Markuspalm. Hier ist die ganze Palmfamilie unterwegs. Wir werden mal heute, wenn es Tag wird, in den Nationalpark gehen. Ja, wird schon besser. Das ist die Tonleiter. Nein, das war kein C. Probier's nochmal. Hinzufügen und schlafen gehen. So, und dann, wenn es hell ist, haben wir dann noch genug Kraft, um uns durch die Wälder zu kämpfen. Ach, herrlich. So eine Kühlbox hätte vielleicht auch geholfen, das Essen zu konservieren. Ach. Sie muss auf Klo ganz dringend. Aber dann geht auch einfach. Mal gucken, ob Garvin noch am Klo abhängt. Jawohl, ich sehe ihn doch schon rumhängen. Der Arme. Vor dem Clou finde ich immer am besten. Okay, sie freut sich, das ist schon mal gut. Wer bist du? Tschüss. Oh, da steht was zu essen. Naja, lass mal schlafen. Sie holt sich jetzt Wasser, ne? Nee, sie wäscht sich die Hände. Auch nicht schlecht. Sehr gut. Okay, dann ist mal hier was. Na dann, guten Appetit. So, dann können wir ja mal... wie sehe ich denn die Karte? Achte auf einen... Nee, das würde ich eigentlich nicht. Welten verwalten? Ach no, nee, das wollte ich gar nicht. Wie kann ich denn jetzt... Ach so, warte mal doch. Wenn, ich glaube, da müsste ich dann hier auf das Häuschen gehen, ne? Wo war das? Bin halt am Überlegen, wie ich in den Nationalpark komme. Camping-Übungen zu Unterkunft bringen lassen. Wälder erkunden. Vielleicht kann ich... Ist das so eine Art Reiseoption? Das weiß ich natürlich nicht.
Der ist immer noch müde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, der Baumstamm ist nicht zum Schlafen geeignet. Sie wird jetzt mit den Hotdog zusammen in den Nationalpark gehen, damit wenigstens irgendjemand mitkommt. Eieieiei. So. Ja, schick. Okay, da gibt es eine Toilette. Ja, da gibt es auch so eine Art Gemeinschaftshaus anscheinend. Cool. Das ist ja mal ein geiler Frosch. Blattfrosch. Stinkwanze. Regenbogen, Glühwürmchen, die fetzen ja. Luna-Motte. Cool. Da ist die Rangerin wieder. Hi. Über Weltfrieden reden, ja genau. Freundlich. Wir können ja nochmal um Camping-Info bitten. Gucken, ob sie das Händeküssen eingeht. Da bin ich jetzt mal gespannt. Garza. Bar Pasa. Kineku Swarma. Echt jetzt? Yore Jasapa Paniru. Komm, man sollte eine Kühlbox mitnehmen. Puslek Jeffinau Nuloi. Ruhana Deloba. Über den Weltfrieden reden. Das ist sehr wichtig. Es ist wirklich so. Ich biete dir auch für den Frieden auf der Welt eine Rose an. Das musst du mir wirklich glauben. Das hilft wirklich, wenn jeder jeden Tag eine Rose schenkt, dann wird es uns allen auf Dauer besser gehen. Wir müssen Glück weiter verschenken, das ist nun mal so. Fragen, ob es Single ist. Oh, sie ist Single. In a prep's too late. Aber wir wollten ja eigentlich den Nationalpark ergründen, nicht wahr? Das eine noch und dann kann man mal hier gucken, wo wir hier lang gehen. Oh, ein schöner Angelplatz. Ich meine, vielleicht finden wir ja auch so eine versteckten Orte. Die gibt es ja hier auf den Karten auch ab und an mal. Das war ein schöner Fisch. Wow. Guckt euch das mal an. Ist das geil, oder? Wow. Echt schön. Cool. Mit diesen schönen Bildern verabschiede ich mich von euch und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne, Quatsch. Geht noch weiter. Wir haben ja eben erst angefangen. Mal gucken, ob sie was angelt.
Levelaufstieg. Level 2 eine Angelfähigkeit erreicht. Sehr gut. Ist ja traumhaft schön hier. Muss er echt mal sagen. Höheren Level der Kräuterkundefähigkeit erreichen. Ja, das finde ich auch gut. Jemanden einen verrückten Plan vorschlagen. Und? Ah, schade. Na? Ach, wieder die Palmen. Schon. Einen wirst du doch noch angeln können, oder? Ja! Oh, was ist das? Mathilde hat soeben Folgendes gefangen. Petersilie? Aha, okay. Jetzt macht die Petersilie im Teich. Der Schwimmunterricht macht gerade die Seepferdchen. Aha. Nein, im Ernst, was macht die Petersilie im Teich? Wir können ja noch mal ein bisschen Kräuter sammeln gehen. Oh, Schwierigkeitsgrad hier im See ist etwas zu hoch anscheinend. Ist ja nicht schlimm, dann gehen wir halt woanders hin. Da oben komme ich nicht lang. Komm mal hier lang? Nee, ne? Nee, auch nicht. Hier ist noch eine Pflanze. Ah, 5 von 10. Nicht schlecht. Hier ist noch eine Pflanze. Gucken, finden wir noch irgendwo eine. Da ist noch eine Pflanze. Irgendwelche Käfers? Oh, hier können wir mal nach dem Schatz graben. Oh, schade, das geht gar nicht. Ich dachte, das funktioniert. Wer ist denn Marvin? Noch so ein Ranger? Kommt der jetzt gleich hier irgendwo aus dem Gebüsch gesprungen, oder? Mit wem wolltet ihr hier reden? Wo ist denn dein Marvin? Ach, da hinten kommt er ja. Der sieht ja sehr motiviert aus. Ein kleines Bäuchlein hat ein Marvin. Hallo, du Schönheit. Hallo. Mir juckt der Arsch. Oh, but toys, Skiva. Tschüss. Schade. Okay. Gut, nicht schlimm, nicht schlimm. Wir haben ja, nee, die habe ich schon geerntet, okay. Dichter Wald, dichter Wald. Ist auch noch eine Pflanze, die kann man noch ernten.
Nein, ich habe eine Höhle gefunden. Ab rein mit dir, Mathilda. Das ist ja mal cool. Yeah! Oh nein, ich schon wieder so ein Bär. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Forschung des Dorngestrüpps. Umgeben von Dickicht, Dorn und Gefahren muss Mathilda sich entscheiden. Weitergehen oder zurückziehen? Natürlich weitergehen. Wir sind ja gerade eben erst reingegangen. Erforschung des Dorngestrüpps. Als Mathilda sich unerschrocken durch das Gestrüpp schlägt, taucht plötzlich ein sprudelnder Bach auf. Soll Mathilda anhalten und angeln? Wir könnten angeln. Wir angeln mal. Vielleicht finden wir ja sogar einen schönen Fisch. Mit den Füßen im kühlen Bach und der Angelschnur im Wasser begegnet Mathilda dem furchterregendsten Angelfreund. Ursus Artus. Okay. Was? Das war's? Nee. Wir gehen diesmal nicht angeln. Wir gehen einfach weiter. Mal gucken, was dann passiert. So. Oh. Nachdem Mathilda sich mehrere Minuten einen Weg durch das Dickicht gebahnt hat, versperrt ihr ein riesiges Spinnennetz den Weg. Bleibt nur zu hoffen, dass keine Spinne zu dem Nest gibt. Alternativen Weg finden. Ich würde da auch nicht durchklettern wollen. Eine halbwegs rationale Angst vor fleißigen Spinnen zwingt Mathilda, einen anderen Weg zu finden, der natürlich direkt durch ein üppiges Feuerblattfeld führt. Oh. Aua. Ätzender Juckreiz. Und deren zerfetzt. Echt? Ach Mann. Warte. Das kann auch ruhig. Ich kann nicht mehr. Oh, schade. Na gut, okay. Vielleicht finden wir ja irgendwann den Weg durch, aber jetzt weiß ich zumindest schon mal, wo hier das geheime Versteck ist und so. Das ist doch schon mal was. Hier geht's, glaube ich, nicht weiter, ne? Nee. Gut. Es ist wie ausgestorben hier. Ab und zu läuft mal ein Bär rum, aber das war's dann auch wieder. Und ein Ranger natürlich nicht zu vergessen. Die brät sich erstmal ein paar Marshmallows. Ah, nicht schlimm. Kann man ja machen. Ja, wir müssen hier unbedingt mal so... Wo können wir das eigentlich machen? Kräuterheilmittel brauen? Giftigen Holunder braucht man. Basilikum haben wir. Okay, ein Holunder. Was hast du gegessen? Achso, das war zu heiß. Oh, jetzt fühlt sie sich sehr unwohl. Das ist nicht schön. Unbestimmte Frucht. Unbestimmte Frucht. Unbestimmte Blume. Ich glaube, da müsste ich erstmal rausfinden. Das hier könnte der giftige Holunder sein.
Ja, ich müsste mir, glaube ich, erstmal so ein Kräuterheilkundebuch holen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Ah, okay. Da sind wir wieder. Dann kauft ihr mal dieses Kräuterheilkundebuch. Oh je. Es geht die Sonne unter, jetzt werde ich selber müde. Amen. Kräuterkundeband. Eins. Ist doch gar nicht mal so teuer, sag ich mal. In Welt platzieren? Nee. Ich will es eigentlich. Okay, warte mal, du gehst jetzt mal zurück zu deinem Platz und platzierst es mal da auf dem Tisch am besten. Na schön, er ist wieder da. Jetzt will ich mal hier so eine Gruppengeschichte erzählen. Märchen über einen Riesen. Märchen über eine schluchzende Frau. Abenteuergeschichte über einen... Ach, erzähl dir mal über den Riesen. Shabini. Woonfix Shyamat. Miss Fiara. Es war einmal vor langer Zeit. Da lebte ein riesiger Riese in den Bergen, unterhalb eines kleinen Dorfes. In diesem Dorf hatten alle Leute Angst vor dem Riesen. Doch ein kleiner Junge sagte, nein, so schlimm ist er ja gar nicht. Er reitet auf einem Schwein und ist der König von... hast du nicht gesehen? Und kann zaubern. Und so half der Riese dem kleinen Volk im Dörfchen über schwierige Situationen hinweg. Er schuf den Froschkönig und half der Prinzessin, ein gesundes, wunderschönes, nicht gehässiges Leben zu führen. Und so war der Riese Grund für alle guten Dinge, die in Märchen passieren. Yay, das war doch mal ein lustiges Geschichtchen. Wasabus, Denka, Zambu Monet, Niborf, Sensibi Kinaku Swarspa, Slefinaj Lamina, Kipuna, Brongi, Dizi Bodna, Ponka, Yips, Yips, Wograchob, Warba, Slupa Warba. Let's turn Zerpa niche. Kannst du ja noch mal die Geschichte über den Goldschatz erzählen? Mimlet?
Yarba Zarde. Waste. Uh-huh. Ah. Hmm. Wird das... Ah, doch. Es war einmal, vor langer Zeit, ein riesiger Goldschatz, den viele Leute haben wollten und gierig danach waren. Sie sandten viele Suchtrupps aus, um den Goldschatz zu bergen. Begannen mit Schippen, einen ganzen Berg umzubauen und umzuschichten, nur um an den Schatz ranzukommen, der von einem riesigen Drachen beschützt wurde. Oh je. Sie sichteten mit dem Fernglas den Drachen und begannen ihn abzuschlachten. Oder wollten zumindest ihn abschlachten, damit sie an das Gold kamen. Aber der Drache war sehr stark und konnte natürlich voraussehen, dass er beobachtet wurde. Er erzeugte einen Vulkanausbruch, der so riesig war, dass er die Leute verbrannte, die an den Schatz wollten. Hat er sich jetzt mit dazu gelegt? Tatsache. Finde ich ja gut. Nee, da nicht. Ah, doch, jetzt schlafen sie beide. Sehr schön. Und tschüss. Muss wahrscheinlich auf Klo, nehme ich mal an. Jawohl. Oder? Doch, muss auf Klo. Okay. So, so. Oh nein, nicht schon wieder der Bär. Aufreizen, posieren. Gesenz, Pischenoi. Drück? Kasper. Und was gefunden, Bärchen? Benaya. Meshka. Benib Nitva. Vobista. Skuma. Nibs. Ja, Nibs. Scheiben. Oh, Dukna. Ja, der Bär hat Unordnung gemacht. Also. Ach, du hast überhaupt keine Benimmregeln gelernt, hä? Apropos Benimmregeln, es gibt ja auch jetzt ganz neu das, ich glaube, Elternfreuden-Pack oder so. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich mir das holen will, weil eigentlich habe ich mit den Kindern nicht so viel an Hut. Bin froh, wenn die dann erwachsen sind und nicht mehr rumnerven. Scheiß Bär. Bin da. Gut. Aha. Aha. Wir können ja mal einen Fisch grillen. Damit auch die Kiemen schön durchgetrocknet sind. Oh.
For pasta masculina. Docky. Pasta is the brief. Burriti dumpling. Wir können ja mal sie beschwören, ihre böse Lebensweise ablegen. Dag, dag. Ah, hallo. Yabo. Tja. Oh, jetzt weint sie gleich. Oh, ne, du bist böse. Oh. Ein böser Bär. Es gibt ja auch jetzt diese Bärenkostüme als, das ist ein geiles Bild. Das sieht doch mal cool aus. Hast du deinen Fisch jetzt gegrillt? Oh. Free bono. Clapete brenitu. Finalibo. Shinicia Bimo. Simba Yonifeb. Ramina Golfa. Was? Ein Frosch? Frosche und Bären können niemals Freunde sein. Genauso wie du. Du bist auch ein Frosch. Sieht man ja, du hast ein grünes T-Shirt an. Aga, aga. Surfer! Kevin Paulus. Dag, dag. Mit dem Schnauzer. Das passt ja mal gar nicht. Oh, so ein schicker Staubsauger. Saugt dein Name richtig gut ab. Ein Dinosaurier! Was? Nein, das ist doch nur der Ranger. Tschüss, Luba Bär. Tschüss. Oh, Grobel. Was? Nicht gut? So, so. Wo ist sie denn? Hey, wo rennst du mit deinem Fisch hin? So, so. Hä? Plaudert das sich das hier hinten besser als am Feuer? Ach, mein Mensch. Na gut, wenn sie hier ihren Fisch isst und vor den Blümchen steht, sag ich mal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.